Willkommen bei Let's Play Drakensang. Wir stehen wie zuletzt neben der Krypta mit Wollinde, die wir aber immer noch nicht aufbekommen. Tada. Ja. Wir wissen, dass hier dieser durchgeknallte Magier ist. Und haben das alles abgeräumt. Jetzt könnten wir natürlich hier oben sagen, wir schleichen hier vorbei und so weiter. Das ist mir aber ziemlich gefährlich, weil wenn wir da zu nah rankommen, könnte es sein, dass ein Event startet. Ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, man könnte das Spiel so als half-blind bezeichnen. Ich weiß ungefähr, was passiert, aber nicht mehr die genauen Details. Deswegen gehen wir erstmal nachsehen, was Gwendala so tut. Ja, ich habe ihren Namen bis jetzt nicht benutzt, weil ich ihn nicht gelesen habe. Aber in der Videobearbeitung habe ich dann doch mal gesehen, wie sie heißt. Deswegen hat ihr vorheriger Part, also der mit ihr, auch ihren Namen drin. Und ich möchte wissen, was sie so tut. Also fähigkeitsmäßig. Wäre ja mal interessant zu wissen. Bin ich hier richtig? Nein. Ich hab mich verlaufen, wie peinlich. Ja, ich weiß, es ist ertragbar. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ich rede ja schon seit 2 Folgen davon, dass ich gerne mal zwischen den Städten hin und her reisen möchte. Das Problem wäre damit geklärt. Gwendala ist in Fördok. Und wenn ich sowieso schon zwischen den Städten stehe, dann kann ich auch panisch im Kreis laufen. Es könnte also wirklich sein, dass ich jetzt ernsthaft Gwendala nochmal mit hernehme und die Pflanzen rausgucke, wenn ihr Pflanzenskill bedeutend höher ist als der von Tibi. Nicht bei der ersten Reise, weil ich vermute, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir überfallen werden. Das klingt so positiv. Ja, also müsste jetzt die Möglichkeit geben, dass wir in einen Kampf geraten und den sollen doch nach Möglichkeit Tibi und die anderen mitmachen. Ah, komm, mach doch Ardos anwesend. Ein Kampf! Ein Kampf! Nein. Ah, Kampf. Schon hat sich das Ganze gelohnt. Tada! Ich höre voll nichts. Was erwartet uns denn da? Wildschweine? Wildschweine. Das bin ich. Okay, ich höre es. Und? Noch mehr Wildschweine. Oger. Oh Gott, ein Oger. Das wird interessant. So, Schweinchen, was hast du denn? 30 HP, das ist machbar. Und 3 Schweine geblieben. Nein, Holana, du stehst da scheiße für einen Hund. Und Umschlag. Oh.
4. Du hast keine Ausdauer mehr und Rulana ist tot. Machen wir das so. Ja, alle haben ein bisschen Schaden. Da blinkt, da blinkt. Macht Tag, macht Tag. Machen wir einfach Ausbruch. Hat was geklappt. Und immer schön unten angreifen. Gut, wir haben 2 Wunden und einen Heilzauber. Er ist sogar wirklich verwundet. Tippi, du machst Wenden. Der Ogre wird interessant. Kann ich nur nochmal sagen. Ja, es hat funktioniert. Sogar mit 2 Talentpunkten, obwohl es nicht erschwert war. Mal sehen, was das Schweine... der dann dazu sagt. Hoffentlich sind die nicht erschwert um 4 oder so. Gut. Wildschweine sind jetzt wieder selten. Deswegen würde ich gerne alles mitnehmen. Erschwert um 2. Ich habe 15 Punkte zum Ausgleichen. Sie darf also eine schlechte Kategorie auf 20 würfeln. Muss sie aber. Ich hoffe, sie bleibt weiter so gut drauf. Oga da hinten. Ich nehme die Sache in die Hand. Jetzt kräutern. Ob die das hinbekommt. Also bei Rulana läuft super. Ich hätte gerade die 8 Bildschweine zerrissen, ohne zu failen. Okay, ein Bäre. Wenn die kaputt geht, ist nicht so schlimm. Gut gehen soll. Ja, ich zögere den Ogerkampf gerade ein wenig heraus. Man. Verdammt, der Ogre ist! Warum machst du das in deinem Garten nicht auch so gut? Ist der Garten so Fail-Gebiet oder was? Haben und dann nur 6 übrig haben. Andererseits starten wir auch bei Schwert um 3, ne? Wisst ihr gerne, wieso jetzt die ganze Schweinchenarmee eben auf zugelaufen? Was sollen ja wirklich. Ne? Die anderen 4 hatten ja mit denen hier überhaupt nichts zu tun. Den ersten. Auf das Würselkraut! Ja, bei Kräutern mache ich das nur noch so, dass ich bei wirklich selteneren Kräutern, in Klammern, was ich nicht im Garten habe, neu laden würde. Die anderen sind ja alle quasi das Einzige, was ich endlos im Vorrat habe. Oder Soldat, Poker. Nichts mitmachen.
Ihr merkt, ich habe wieder gespeichert. Okay, sofort im Kampf. Dritter Spell. Vorgrim vor. Lana dahin. Irgendwas sagt mir, dass der ganz übel draufhaut. Nein, es liegt nicht an den drei Karten neben. Alles klar. Komm schon. Oder der Tatsache, dass er gerade Zwergenfußball spielen wollte. Betäubt. Für Ardo. Gute Entscheidung. 210 Leben, sagt auch schon eine Hausnummer, also schon sagen wir mal ordentlich. Also hätte ich mir den zu den Schweinchen geholt, hätte ich echt ein Problem. Gut, dass er Vorgrim angreift. Ich meine, der zieht ihm ernsthaft was ab, wenn er mal nicht Blitz drauf hat. 9 Schadenspunkte, das ist auf dem Zwergi schon heftig. Wo waren hier die Attacke gegen den Ogre? Ogre gegen Vorgrim, 11 Schadenspunkte. 9 kamen durch. Das auf Vorgrims harten Schädel. Er hat eine 3er Rüstung. Das ist hart. Verarschen. Alle mal hergehört. Warst du hier der Schweinchenfarmer oder was? Warum hast du mich dann angegriffen? Ist voll unnötig. Ja klar, jetzt finde ich Holzschilder. Und ein Langschwert, ja, ist richtig. Schmeiß mir die Sachen hinterher, die ich mir eben teuer gekauft habe. Boah. Ja. Yeah. Hauptsache, wir haben es. Ich meine, ein Ersatzholzschild, falls eins mal abfackelt. Das ist super. Ich habe da ja bei Zelda Ocarina of Time auch ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht. Der gab 8 EP, der Orga, das ist auch ganz gut. Also 8 EP ist schon. Ja, schon ordentlich. Das hat gerade eben so gereicht. Der letzte Wurf. Schwert um 3 ist mit 0 üblichen Punkten rausgekommen. Das ist voll hart. Sollte Intuition pushen. Aber Tipi hat heute echt einen Lauf, ne? Ist mir aufgefallen, ich habe keine einzige Pflanze gemacht. Das ist super. Der Burns würde sagen, ausgezeichnet. Aufreisen, ja. Noch ein bisschen. Das heißt gerade auf Reisen. Was haben wir eigentlich auf Reisen so gemacht? Kampfrunde gegen Ogre. Keine Ahnung, wie viel EP die Wildschweinchen gegeben haben, müsste ich in der Aufnahme nachsehen. Kann ich aber gerade nicht. Oh, Bärmalt. Das kenne ich noch nicht. Das hab ich nicht zu Hause. Fehlschlag. Die Schweinchen gaben sich ja auch 1-2. Ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt nicht Unmengen waren, aber ein bisschen was haben sie sich auch. Müsste ich halt nachsehen. Könnte zum Beispiel
den Anfang des Partes nochmal laden, dann nochmal reisen und hoffen, dass die Beinchen nochmal angreifen. Aber bevor ich mich nochmal mit der Schnitzelarmee anlege, sag ich, egal, keine Ahnung. Ich muss sagen, wir haben echt die Kämpfe super überstanden. Wir scheinen vernünftig stark zu sein. Wer mal halt. Gleich zwei Büsche, das ist immer gut. Und gespeichert und gekauft. Und gespeichert. Mal ein bisschen querfeld einlaufen. Hier ist nichts, da ist nichts. So, bis wir den Oger wiedersehen, dann haben wir alles. Dann gehen wir weiter auf Reisen. Ja. Also ich finde diese Idee toll, dass man so auf Reisen angegriffen wird. Im Spiel. Real muss das ja nicht sein, aber real leben wir auch nicht im Mittelalter. Oder in einer mittelalterähnlichen, aber sehr viel hygienischeren Zeit. Kommen wir zu so einem Baum, da kommen wir zu so einem anderen Baum. Ich weiß nicht, ob wir da schon waren, doch waren wir. Ich kann hier jetzt aber auch nicht alle Bäume abklopfen. Also könnte ich schon, nur das Let's Play muss ja auch irgendwie weitergehen. Deswegen rennen wir jetzt straight zum Ausgang des Gebietes und... Grüß. Auf nach Förderk. Vielleicht werden wir unterwegs nochmal angegriffen. Ja, ein Angriff pro Reise sollte reichen. Muss aber nicht. Wir könnten ja noch einen brauchen. Ich meine, es gibt halt EP. Und EP sind gut. Ja. Irgendwie schade, dass es für Pflanzenabbau nicht wenigstens für den Charakter, der abbaut, EP gibt. Ich meine, es gibt ja ganz viele Spiele, in denen es wirklich für alles, was man tut, EP gibt. Reise fortsetzen. Ich würde natürlich weiter kämpfen, wenn es gehen würde. Aber das steht nicht zur Auswahl. Oh, und ich habe mir meine Uhr nicht gestellt. Ja. Gwendala ist sicher im Garten. Ja, da ist sie. Sanyasala Feyama, was wünscht ihr? Kann ich euch etwas fragen? Ich will euch gerne antworten. Habt ihr euch über die Vergangenheit von Moorbrück informiert? Wollt ihr mir nicht erstmal verraten? Erzählt mir mehr über eure Urahn. Ich würde die ganze Geschichte interessieren. Über Seeleninstrument Sippe. Sippe. Meine Sippe lebt zurückgezogen an einer alten Heimatstadt unserer Vorfahren. Ihre Existenz konnte bislang von neugierigen Menschen behütet werden, dass die Beunruhigung als ein Spielmann mit Hilfe des Seeleninstrumentes meines Urahn zu uns finden konnte, könnt ihr euch sicher ausmalen. Denkt aber nicht, dass meine Sippe die anderen Rassen aus Abneigung oder Furcht scheut. Unsere Verborgenheit dient allein zum Schutze der... Denkt aber nicht, dass meine Sippe
und die anderen Rassen aus Abneigung oder Furcht scheut. Unsere Verborgenheit dient alleine zum Schutz der Sterblichen. Die allzu oft sehenden Auges die Welt in ihr Verderben denken, ohne dies zu wollen. Eine Eigenschaft, die mein Volk einst teilte, aber schwur dies für immer abzulegen. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt mit Gladys reden. Oh, was gibt's denn Spannendes? Wartet in meinem Anwesen. Och, das ist doch langweilig. Aber na gut, wenn's denn sein muss, warte ich dort. Sanyasala, Feyam. Wundervoll. Also, Kleine, was hast du denn? Ein Elfenrobe. Für alle Rassen verfügbar, ich könnte das Vorgrim ansehen. Muss ich aber nicht. Talente. Du kannst Bogenbau. Und hast dafür ganz gute Werte. Gute Entscheidung. Ja. 12, 16, 15. Sprich, Freund. Und Tierkunde, Pflanzenkunde. Ich mach das schon. Gut. Tier und Wildnis hat sie bereits höher. Also, das ist eindeutig eine Heilerin. Wenn ich mir hier so angucke. Gift und Heilkunde Wunden 8 und 10. Ich nehme die Sache in die Hand. 12, 16, 15. Aufgepasst. Nee, da kommt kein anderer ran. Waffen hat sie. Fechtwaffen schon wieder. Irgendwas hat dieses Spiel mit Fechtwaffen. Aber sie scheint wirklich auf Bogen aus zu sein. Und sie kann zaubern. Hilfreiche Tatze. Der Elf ruft ein Tier aus der näheren Umgebung zur Hilfe. Dies weicht ihm nicht von der Seite und unterstützt ihn sogar im Kampf. Okay. Ja. Sanftmut. Tier unterbricht den Kampf. Okay. Warte mal, du hast Pflanzenkunde mit 12, 16, 15. Tippi hat Pflanzenkunde mit weniger und 12, 15, 18, 10, 14. Also sie hat für Pflanzenkunde eindeutig die besseren Werte. Sie hat allgemein sehr viele Werte. Okay, solange du da in der Gruppe bist, weil die nehme ich nicht mit. Mein Atem geht ruhig. Kannst du ja mal den Garten. Ja. So, dann haben wir auch mal wieder eine Gartenrunde drinne gehabt. Und dann würde ich einfach mal schätzen, dass die Paarzeit ungefähr um sein dürfte. In dem Sinne werde ich jetzt erstmal einen Cut machen und gucken, wie viel Zeit wir wirklich um haben. Und wenn dem so sein sollte, oder für den Fall, dass wirklich schon der Part um ist, sage ich schon mal danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.